Wenn ihr Asidi nicht ausprobiert habt, dann wart ihr nie in den Emiraten. Kul amu tibkhir al-Emirat. Al-Asid al-Emiratiyye. Ja, Habibi. Ohne Öl, ohne weiteres machen wir eine Tasse Mehl da rein und rösten es an auf mittlerer Temperatur. Du musst dein Mehl ständig bewegen. Bis dein Mehl so braun geworden ist. Dein Mehl in einen größeren Topf einsieben und das dann zur Seite abkühlen lassen. Eine halbe Tasse Zucker und dieses Zucker karamellisieren. Zwei Esslöffel Ghee dazu. Ein Teelöffel Rosenwasser. Und zwei Tassen Wasser. Und dann sorgt ihr dafür, dass das ganze karamellisierte Zucker hier mitgemixt wird und nicht am Boden kleben bleibt. Ein Teelöffel Kardamom dazu. Und dann noch etwa ein Teelöffel Safran. Und sobald das ganze karamellisierte Zucker hier untergemixt wurde, sind wir fertig. Wir können das alles zur Seite stellen. Jetzt nehmen wir wieder unseren angerösteten Mehl und geben eine Tasse Wasser dazu. Das Ganze mixen wir dann und der Herd ist erstmal noch aus. Dazu geben wir erstmal etwa die Hälfte davon und mixen das wieder. Jetzt geben wir den Rest und mixen das mit. Jetzt geben wir einen halben Esslöffel G und machen den Herd auf niedrige Temperatur an. كل ثان من ديسمبر عيد وحدات جديد. Und zwei Minuten später, wenn es so ein bisschen abgetrocknet ist, dann ist es fertig. So, und dann kommt diese schöne Masse hier rein. Und da drauf kommt jetzt wieder etwas G. Mein Kollege wollte mir letztens erzählen, dass er in den Emiraten war. Ich so, hast du Asid ausprobiert? Er so, nie. Ich so, dann warst du nie in den Emiraten. An euch allen.